Das ist wirklich wie in Film und Fernsehen. Oh ja, viel besser als im Film und Fernsehen. Es ist selbst gemacht. Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Ich freue mich sehr, dass ihr uns heute begleitet beim Girls Day im Bundeskanzleramt. Aufgrund der Corona-Pandemie können wir heute einen virtuellen Girls Day abhalten. Aber ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass ich heute die Frau Heil bei mir habe, die ganz großartige Experimente mit mir für euch machen wird. Denn es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass ihr einfach in der Kindheit und in der Jugend experimentieren könnt, neue Dinge entdecken könnt, eure Leidenschaften und eure Neugierde für Naturwissenschaft und für technische Berufe entdecken könnt. Denn das sind auch diese Berufe, die wir in der Zukunft ganz besonders brauchen. Mir hat es immer sehr Spaß gemacht, naturwissenschaftlich zu arbeiten. Jetzt ist zwar schon etwas länger her, aber ich freue mich, dass die Frau Heil heute da ist, die mich hoffentlich gut durch die Experimente führt, und ansonsten habt ihr hoffentlich ein bisschen Nachsicht mit mir. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder hier sein darf. Der Girls Day ist immer ein ganz, ganz großes Ereignis für uns. Und jetzt ist es eben ein ganz, ganz großes virtuelles Ereignis. Wir werden heute mit euch chemisch arbeiten. Chemie, das ist ja die Wissenschaft von, ich schütte viele Sachen zusammen und raus kommt ganz was anderes. Heute ist unser Thema Basen und Säure. Ich habe hier eine Base, die du kennst, das ist nämlich Backpulver. Und eine Säure, die du auch kennst, Zitronensäure. Und ich werde sie jetzt zusammengeben. Ja. Die Base, das Backpulver, und die Säure, die Zitronensäure. Da gibt es keine Reaktion. Aber ich glaube, die Frau Ministerin, die hat die Möglichkeit, eine Reaktion zu schaffen. Sie wird nämlich Säure und Base in Wasser auflösen. Gut. Mal in das eine die Säure und in das andere Becher die Base. Ja, genau. Also noch passiert ja gar nichts. Na, noch ist ein bisschen Fahrt. Ja. Ich glaube, es wird nicht mehr Langfahrt sein. Na, dann verbinden wir die zweimal, oder? Was? Na, das schäumt jetzt ordentlich. Ja, genau. Also das ist die Reaktion, die ausgelöst worden ist. Und was dabei entstanden ist, das ist ein Gas, das diese Bläschen erzeugt hat. Und dieses Gas ist Kohlenstoffdioxid. Wir haben im vorigen Versuch gesehen, dass wenn wir trockene Säure und trockene Base zusammenmischen, passiert gar nichts. Genauso werden auch Brausetabletten hergestellt. Die bestehen aus nichts anderem als aus diesen beiden Pulvern, die ich dir vorhin gezeigt habe. Und wir werden diese Brausetabletten jetzt benutzen, um eine Lavalampe zu erzeugen. Dazu brauchen wir gefärbtes Wasser, weil du weißt ja, wenn wir das in Wasser schmeißen, dann entsteht die Reaktion. Und wir brauchen auch noch Öl, damit eine wunderbare Effektgeschichte entsteht. Frau Ministerin, würden Sie uns das zeigen? Gut, dann lasst uns probieren, eine Lavalampe herzustellen. Also, als Erster werde ich Öl und gefärbtes Wasser zusammenmischen. Ja, vielleicht im Nachhinein und mit einem Trichter. Mhm. Ah, direkt in der Lampe, oder? Ja, direkt in der Lampe. Gut. Alles klar. Zuerst das Wasser. Sehr gut. Und nun das Öl. Das schaut schon sehr hübsch aus.
So. Und da sehen wir auch, dass sich hier das gefärbte Wasser und das Öl kaum vermischen. Gut. Und dann werden wir, Frau Heid, versuchen, eine Lavalampe draus zu machen. Ich bin schon sehr gespannt. Gut, das heißt? Zuerst, genau. Wir nehmen die Vitaminerblätter. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Machen wir mal rein. Und schauen wir, was passiert. Okay, los geht's. Gut, sie löst sich auf. Es fängt schon an zu blubbern. Ja. Lass uns noch ein bisschen blubbern. Ja. Ja, super. Ja, das wird immer stärker. Schön. Man kann dann so einen richtigen Lavalampeneffekt erzeugen, wenn man die Flasche auf eine Lichtquelle stellt. Okay. Vielleicht machen wir das mal auf das Handy. Gut, zuerst hier raufstellen. Oh. Ja, schön, das schaut wirklich aus wie eine Lavalampe. Perfekt. Ist das hübsch? Total schön und entspannend. Ja. Oder? Dem zuzusehen. Ja. Das geht jetzt so etwa 20 Minuten lang. Ja. Das geht richtig lang und das kann man natürlich jederzeit wieder neu machen. Wenn man genau schaut, dann entsteht wieder da oben so ein Schaum. Und der Schaum ist wie im vorigen Versuch Kohlenstoffdioxid, das Gas. Man kann das auch zeigen, indem man einen Luftballon damit füllen lässt. So, jetzt kommt also der Luftballon zum Einsatz, so wie Sie mir jetzt gesagt haben. Okay, ich stelle es dazu noch einmal ab. Dann probieren wir das. Okay. So. Und das Gas, das da entsteht, wird langsam den Luftballon zumindest zum Aufstehen bringen. Mhm. Wir haben uns über Kohlenstoffdioxid unterhalten. Das ist das Gas, das diese Blubberbläschen und den Schaum gemacht hat. Und wenn wir das nehmen, einfrieren und ganz fest pressen, dann kommt sowas raus. Trockeneis nennt man das. Deshalb, weil es sehr, sehr kalt ist. Es ist 78 Grad kälter als normales Eis, das du zum Schlittschuhfahren verwendest. Und Trockeneis heißt es auch deshalb, weil es nicht schmelzen kann, sondern immer nur entweder fest ist oder, wie du siehst, ein Gas. Und dieses gefrorene, feste Gas, das kann sich im Wasser auflösen und dadurch Kohlensäure erzeugen. Wenn man das in den Mund sprühen lässt, dann schmeckt es nach Mineralwasser. Und natürlich siehst du auch, dass es mit ziemlich viel Druck und ziemlich viel Rauch herauskommt. Wir können einmal schauen, was da passiert, wenn wir es in den Schüssel einsperren. Na gut, das Eis, das nicht schmilzt, schauen wir mal, was passiert, wenn wir es einsperren. Ja. Ins Schüssel. Hm? Ah, ich bin neugierig. Komm ich nicht drin, macht es ganz fest zu. Aha, ja. Huh? Noch einmal ganz fest zu machen, vielleicht. Ganz fest einsperren. Ah! Also eingesperrt mag es nicht werden. Ja, aber da kann man sich denken, was passiert, wenn es immer wieder Leute gibt, die das dann in eine Glasflasche geben und die Glasflasche zumachen. Das kann recht gefährlich werden. Aber andererseits recht schön. Ich finde es auch total schön. Wenn man es ins Wasser gibt. Lass uns noch einmal ein bisschen Graf Dracula-Atmosphäre machen, oder? Das ist wirklich wie in Film und Fernsehen. Oh ja, viel besser als im Film und Fernsehen. Es ist selbst gemacht. Fühlt sich ein bisschen wie die Eisprinzessin. Man kann auch, wenn man den Messbecher zum Beispiel nimmt und eintaucht, kann man diesen Rauch, diese Wolke auch richtig abschöpfen.
und gießen. Sehr, sehr, sehr schön. Kann man sich auch eine Krone zaubern. Wie lange hält der Effekt jetzt? Wie lange wird das so? Da kann ich Ihnen leider nur sagen, so lang, bis sich es aufgelöst hat. Das kommt darauf an, wie warm das Wasser ist, wie warm es draußen ist, wie viel ich reingegeben habe. Aber länger als ein paar Minuten wird es nicht sein. Wunderschön. Im Moment ist eigentlich das allerwichtigste Thema, das wir alle haben, das Coronavirus und wie wir uns dagegen zur Wehr setzen oder wie wir auch damit leben. Ganz wichtig ist es, immer zu desinfizieren. Wir müssen unsere Hände desinfizieren. Wir müssen aber auch die Dinge, die wir anfassen, immer wieder desinfizieren, um das Virus kaputt zu machen. Warum aber? Ganz einfach. Das Virus, wie jedes Virus, hat eine Hülle aus Eiweiß. Man sagt das Protein. Und diese Proteinhülle, wenn wir die kaputt machen, dann ist natürlich auch das Virus kaputt. Und was das Desinfektionsmittel mit dieser Proteinhülle, mit dem Eiweiß macht, kann dir die Frau Ministerin zeigen, wenn sie Eiweiß von einem Ei verwendet. Dann machen wir das jetzt, weil eines ist wichtig, gemeinsam kämpfen gegen das Virus und das Desinfektionsmittel hilft uns dabei, genauso wie regelmäßiges Händewaschen. Dann schauen wir uns an, wie das funktioniert. Also, wir haben hier ein Ei und dann haben wir hier das Desinfektionsmittel, das dem Eiweiß der Proteinhülle den Kampf ansagt. Da kann man ruhig ordentlich desinfizieren. Klopp. Ja. Ja. So. Wenn sich das Desinfektionsmittel auf dem Protein verteilt, passiert das auch mit dem Virus. Das ist ziemlich grauslich und sicher kaputt. Vielleicht mit dem Löffel noch schauen, wie sich das anfühlt. Es wird total hart. Es bindet auch das ganze Eiweiß. Na, ich glaube, damit kann ein Virus nicht mehr funktionieren. Und das ist auch der Sinn und Zweck unserer Desinfektionsmittel. Und wenn du auch alles, was du anfasst oder was angefasst wird, desinfizierst und vor allem deine Hände immer desinfiziert hältst, dann sorgst du dafür, dass kein Virus darauf noch existieren kann. Liebe Frau Ministerin, ich danke Ihnen sehr. Es war sehr fein mit Ihnen und ich würde mir wünschen, dass es viele, viele, viele Frauen gibt, die sich so wie für Wissenschaft interessieren. Vielen Dank, dass ich heute wieder was lernen durfte bei Ihnen, Frau Heil. Es war faszinierend, spannend und ich glaube, wir sehen alle, dass Wissenschaft einfach Spaß machen kann und deshalb möchte ich alle Mädchen, natürlich auch die Burschen, für Wissenschaften begeistern und hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Alles Liebe und gesund bleiben!